Mein Bechtle-Moment? Da gab's viele. Was ich dir sagen kann, was ich immer noch vor mir sehe, das ist der erste Moment, an dem ich gespürt habe, das hier bei Bechtle, das passt einfach. Ganz am Anfang, an den ersten Tagen deiner Ausbildung, da bist du bestimmt ein wenig aufgeregt. Was erwartet dich da? Stimmt es, was du vorher gehört und gelesen, was du dir erhofft hast? Mir auf jeden Fall ging das so. Das war echt spannend. Du gehst in das Gebäude und liest an der Tür zukunftsstark. Und genau das ist es, was du von nun an spürst. Du wirst abgeholt, fühlst dich zu Hause, aufgehoben. Die ersten Tage starten mit einem Einführungsprogramm für alle Auszubildenden der Bechtle-Gruppe, dem Azubi-Mikado. Alle kommen hierfür extra 2 Tage nach Neckarsulm in die Zentrale an den Bechtleplatz 1. Du triffst Auszubildende von überall und hörst von der Erfolgsgeschichte, der Kultur und der Vision von Bechtle. Du hörst es von Azubis, Experten, den Geschäftsführern und Vorständen. Du kannst Fragen stellen, dich austauschen, von den Erfahrungen der Kollegen profitieren. Ich meine, tausende Mitarbeiter weltweit, mehrere Milliarden Umsatz. Und da stehen sie und nehmen sich Zeit für dich. Das ist Bechtle. Bechtle will die besten Mitarbeiter und das spürst du einfach. Du bist unter all diesen Menschen und alle sind hungrig. Hungrig auf die Zukunft. Und wenn es dann am Nachmittag nicht nur zu einem tollen Essen, sondern in den Kletterpark geht, mit all den Auszubildenden, das ist einfach das Gefühl, die Atmosphäre, die Menschen, Verbundenheit von Anfang an. Wenn ich heute darauf zurückschaue, dann war das definitiv ein Bechtle-Moment. Oder, wenn du so willst, der erste Tag eines einzigen großen Bechtle-Moments. So ist das eben hier.